Easy, easy, easy. Du musst mindestens ein IQ von 200 haben. Das ist mega, mega viel. Ich bin mal gespannt, ob ich den habe oder nicht. Sehen wir ja dann, wenn wir das schaffen. Nein. Hä, aber was können wir denn jetzt? Hä? Was ist denn hier jetzt? Kann ich hier raus? Was haben wir uns hier angetan, dass wir das hier spielen müssen? Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir. Und heute mal eine Obi. Ist zwar eine ganz schön lange Weile her, dass wir mal eine Obi gespielt haben. Ist ja ehrlicherweise jetzt auch nicht mehr ganz so der Trend auf Roblox YouTube. Aber heute gibt es einen ganz besonderen Grund, warum wir das trotzdem tun. Denn nämlich diese Obi, die ist, glaube ich, sehr, 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 sehr abgefahren. Denn im Titel steht schon, das ist eine Obi, die man nur schaffen kann, wenn man besonders schlau ist. Also wird das gleich sehr, sehr schwierig werden, dass ich das schaffe. Nein, natürlich wird das ganz, ganz einfach werden, weil wir natürlich schlau sind. Aber bei dieser Obi ist, glaube ich, alles so ein bisschen anders. Denn das geht so ein bisschen in die Richtung Troll-Obi, nur noch ein bisschen schwieriger. Hier stand gerade auch schon irgendwo... Genau, diese Person hat gerade gesagt, du musst mindestens ein IQ von 200 haben. Das ist mega, mega viel. Ich bin mal gespannt, ob ich den habe oder nicht. Sehen wir ja dann, wenn wir das schaffen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Es ist auf jeden Fall, also bevor wir starten, kann man schon mal sagen, die Obi ist mega, mega schön. Ich finde, das ist bisher die schönste Obi, die wir je gespielt haben, weil das auch, also bei Nacht sieht das sehr, sehr cool aus und es ist alles so schön animiert. Also das muss man schon mal sagen, ist auf jeden Fall schon schön. So, und dann starten wir mal, wenn... Hä? Warte mal. Eigentlich muss ich doch irgendwie noch... Hä? Okay, also da kann man nicht durch, dann müssen wir wahrscheinlich aufs... Nein! Dann müssen wir wahrscheinlich aufs Rote, oder? Genau. Okay, das haben wir schon mal. Okay, das ist hoffentlich ein Checkpoint. Alles andere wäre nämlich ziemlich frech. Okay, machen wir mal weiter. Also, offenbar ist das ja wirklich hier ein bisschen so, dass man in die Irre geführt wird. Das heißt, ich habe ein bisschen Angst davor, jetzt einfach auf die Dinger drauf zu springen, wie bei einer normalen Obi. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Hä? Hä? Ah, ich muss ja immer auf die Unsichtbaren stellen. Okay. Und jetzt weiß ich gar nicht, muss ich jetzt über das Rote, über das Weiße? Natürlich, natürlich. Okay, jetzt müssen wir über das Rote laufen, okay. Also, bisher haben wir immer mindestens einen Versuch gebraucht, um zu checken, was eigentlich da gerade verlangt wird. Aber ich möchte natürlich irgendwann dann das auch schon vorher checken, ohne dass ich jetzt auf einmal daran scheitere. Deswegen, ich sage jetzt hier einfach mal, wir müssen nicht hier hochspringen, sondern an den roten Dingern immer so. Aha, aha, aha. Ich habe wirklich 200 IQ. Ich bin wirklich schlau. Aha. Aha. Okay, klappt sehr gut. So, nächste Runde. Und ich denke mal, also eigentlich müsste man ja eh über diese Dinger drüber springen. Aber wahrscheinlich hier drüber. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Also bisher, muss ich sagen. Okay, und hier wahrscheinlich immer an die Stellen, wo man eigentlich nach unten fallen würde. Also so, 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 so. Sehr gut. Okay. Okay, jetzt müssen wir scheinbar die Farben aussuchen. Na gut, das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist einfach jetzt hier so ein bisschen Glückssache. Ich nehme mal grün. Ich nehme mal blau. Ah, okay. Und jetzt nehme ich nochmal blau. Dann nehme ich blau und dann nehme ich rot. Okay, dann nehme ich blau und dann nehme ich grün. Und wenn das jetzt nicht geht, dann... Hä? Was? Ah, ich bin doch blöd. Man muss erst blau nehmen und dann muss man hier durch die Lücke gehen. Ja, genau. Ich habe mich schon gefreut, dass ich 200 IQ habe. Aber dann kommt wieder so eine Ebene und da weiß man dann wieder, okay, so schlau ist man scheinbar doch nicht. Okay, gehen wir hier mal rüber drüber. Ich stehe jetzt in der Luft. Keine Ahnung, warum. So, aber Hauptsache, wir kommen ans Ziel. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich über die roten Dinger springen. Genau, easy, easy, easy. Und hier, auf jeden Fall nicht über die Dinger. Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, dass das der richtige Weg ist. Ich sag einfach mal... Nein! Okay. Wir müssen hier und dann hier hochklettern. Aha, okay. So, und hier... Ich habe das Gefühl, wir müssen hier einfach mal so drauf springen. Ja. So. 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 Okay. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wahrscheinlich nicht in die Mitte gehen, einfach nur. Wir machen es aber natürlich trotzdem. Ah! Okay, wir wurden jetzt hier zur Seite. Okay. Das rutscht immer so in die andere Richtung. Okay. Aber das haben wir. Ich denke mal dasselbe jetzt nochmal. Hä? Was war das denn?
Ah, das ist so eine Beschleunigung. Oder? Oh mein Gott, was ist denn hier? Das ist auf jeden Fall ganz, ganz beschleunigt, aber man fällt dann irgendwann runter. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist jetzt die falsche Richtung. So. Hey, was ist denn das? Ah, ich stehe jetzt hier in der Luft. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich weiterkomme. So, okay. So, okay. Okay, okay, okay. Gut, hier denke ich mal, müssen wir einfach... Hier durch vielleicht? Nee. Vielleicht hier durch? Nee. Hä? Vielleicht hier durch? Aha, okay. Vielleicht immer nur durch die Kleinen. Okay. Immer nur durch die Kleinen. Okay. Okay, das hat funktioniert. So, hier... Sollen wir da einfach mal draufspringen? Ah, nein! Das wäre doch so schön gewesen, wenn wir da jetzt das direkt geschafft hätten. Okay. Wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, dass man einfach... Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ah, okay, man muss mal an die Stelle springen, wo die Dinger sind, aber landet dann in der Luft. Das heißt, dann landen wir hier. Okay, dann landen wir hier. Okay, sehr gut, haben es geschafft. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Können wir hier einfach durchlaufen? Nein! Hä, aber was können wir denn jetzt? Hä? Was ist denn hier jetzt? Kann ich hier einfach, kann ich hier raus? Vielleicht drüber springen? Nein, das geht auch nicht. Aber was, wie kann ich das denn jetzt machen? Vielleicht... Okay, das... Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst, dass ich hier jetzt die ganze Zeit hängen bleibe. Mann, was ist denn das? Ich versuche nochmal drüber zu springen. Nee, das geht auch nicht. Vielleicht nach draußen? Okay, auf welcher Höhe passiert das denn? Ich glaube... Wenn ich jetzt nach... Ah, okay, okay, okay. Nee, aber ich kann da ja nicht drüber springen. Oder? Nein, kann mir nicht jemand das zeigen, wie es geht? Mann! Oder kann ich hier nach oben klettern? Das wäre natürlich super, aber... Nein, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Okay. Die da vorne, die hat es geschafft, aber ich weiß nicht, wie. Okay, hier versage ich jetzt wirklich komplett. Also ich habe echt keine Ahnung, wie das gehen soll. Kann ich nicht nochmal hier hinkommen und mir das zeigen? Bitte? Ah, okay, hier ist jemand, jetzt jemand anders. Vielleicht weiß die das. Vielleicht weiß die das. Nee, nee, die hat keine... Der hier an der Seite hochspringen, das habe ich auch schon versucht. Das geht auch nicht. Ah! Hä, wie ist die denn jetzt hier hochgekommen? Wieso sind die da nach oben gekommen und ich nicht? Hä? Eieieiei, was ist denn hier los? Irgendwie muss ich nach da oben kommen. Okay, Leute, ihr habt es jetzt gesehen, wir haben es geschafft, endlich mal. Also man musste schon mal wirklich hier drüber springen. Aber da will ich gar nicht dran denken, wie viel Zeit ich da jetzt gebraucht habe, um da mal hochzuklettern. Aber egal, wir gehen jetzt mal weiter. Eieiei, das ist jetzt hier so ein Rollband wie im Supermarkt. Das ist nicht nur manchmal ziemlich... schwierig dahinter zu kommen, sondern vor allem auch von der Geschicklichkeit her schwierig. Das ist jetzt sowohl so eine Kopfnuss und so ein geschicklicher Spiel. Aber das machen wir gut. So, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Kann ich hier einfach herlaufen? Ja. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Muss ich vielleicht hier drauf? Ja. Aber wie geht es jetzt hier weiter? Ich glaube, erst hier drauf und dann hier hochspringen. Nö. Mann, ich will doch hier nur durch. Okay, vielleicht muss ich... Ich muss ja irgendwie auf die nächste... Also entweder hier oben drauf kommen oder hier hin. Aber das klappt schon mal nicht. Und hier kann ich auch nicht hochspringen. Vielleicht... Kann ich hier vielleicht wie bei Tower of Hell hier so hoch und dann... Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott, dieses Spiel, das bringt mich zur Verzweiflung. Was haben wir uns hier angetan, dass wir das hier spielen müssen?
Ich dachte mir so, ja, so schwer kann das schon nicht sein. Und auf einmal ist hier sowas. Okay, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal die Stage zu skippen. Das kostet uns zwar IQ-Punkte, aber irgendwie habe ich da jetzt gerade keine Idee gehabt, wie das da irgendwie gehen soll. Und hier sind gerade auch keine anderen Leute, die mir das zeigen könnten. Also gehen wir mal weiter. Gucken wir jetzt mal. Okay. Ich glaube, das... Nein! Ich glaube, hier muss man einfach nur auf die Stelle... Hä? Okay. Nein. Ich glaube, hier muss man einfach immer nur auf die Stelle auf der anderen Seite. Also so, genau. Und so. Nein! Was ist denn das? Also so. Ey, dieses Spiel. Dieses Spiel. Okay. Nächster Versuch. Ich glaube, wir müssen einfach nur in der Mitte landen. Also wenn wir uns vorstellen würden, dass das Ding hier wäre, können wir so weit ungefähr gehen. Und dann müssen wir jetzt hier ungefähr hin. Also. Okay, sehr gut. Nein! Das ist so frech. Da ist man, da denkt man, man ist schon am Ziel und dann vergisst man, dass das Ding ja auch nicht berührt werden darf. So, okay, dann müssen wir jetzt bis hierhin ungefähr gehen und dann... Ey, nein! Ach ja, man muss ja hier hinten hin. Man darf noch nicht direkt ins Ziel springen. Ich verzweifle hier so. Okay, jetzt... Ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Oh mein Gott, ist das schlimm, ist das schlimm. Okay. So, nächster Versuch. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, dann wird's hier ungefähr. Und dann! Ja! 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 Uiuiui. Okay, okay, okay. Ich bin zwar mit den Nerven schon am Ende, aber wir machen nochmal weiter. Vielleicht geht das hier etwas einfacher. Ja. Hä? Wieso geht das dann erst schon und dann wieder nicht? Okay, also bis hierhin geht's auf jeden Fall. Und vielleicht hierhin? Ah, tatsächlich. Okay. Okay. Aber wo kann ich jetzt hier auftreten? Ist das vielleicht einfach einmal andersrum? Das würde ja bedeuten, ich kann so weit ungefähr gehen. Ungefähr bis hier. Dann gehe ich jetzt mal geradeaus. Ja, ja. Ja. Ja, sehr gut. Das ist schlau. Okay, okay, okay. Dann machen wir jetzt noch ein, zwei weitere Stages, je nachdem, wie es klappt. Okay, okay, okay. Hier können wir klettern. Mal schauen, wie lange. Okay. Nein! Okay, das ist scheinbar hier zum Klettern. Ich weiß aber nicht, ob das die ganze Zeit so ist. Also klettern wir hier hoch. Okay. Okay. Nein, 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 nein! Okay, okay. Wir können uns festhalten. Wir können uns festhalten. Draufklettern und sehr gut. Okay, okay. Ups. Nein! Ey, ich bin so blöd. Okay. Wir müssen jetzt einfach nur warten, bis das genau an der richtigen Stelle ist. Und dann können wir uns das jetzt, glaube ich... Ah, das zieht uns aber nicht mit. Ich dachte, wir werden jetzt davon mitgenommen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Nein! Okay, das ist jetzt, glaube ich, sehr viel Geschicklichkeit einfach nur. Man muss in der richtigen Stelle auf... Nein! Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir sicher, jetzt sind wir sicher. Und jetzt, wir haben die Hälfte geschafft. Jetzt müssen wir wirklich darauf achten, dass wir genau in der richtigen Sekunde wieder nach vorne springen. Und zwar, wenn das Ding gerade in Bewegung ist. Also, yeah! Nein! Ist das schlimm. Okay. Also, nächster Ver... Okay, jetzt ist man definitiv auch zu ungeduldig. Wenn sich das anfängt zu bewegen, dann muss man springen. Also jetzt! Ja! Nein! Okay, wir haben es jetzt... Was? Ey, jetzt bleibe ich nicht mehr darauf stehen. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir stehen in der Mitte. Nein! Oh mein Gott! Ich verzweifle so sehr an dem Spiel. Okay, Leute, ganz ehrlich, ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht mehr. Wir müssen jetzt hier irgendwann mal aufhören, weil sonst werde ich hier komplett wahnsinnig. Aber ich muss sagen, das Spiel
ist zwar wirklich mega, mega, mega fies. Also wer das erstellt hat, der ist wirklich... Der hat wirklich Bock, die Leute hier aufzuregen. Weil das hat er dann auf jeden Fall gut geschafft. Also unter dem Aspekt ist das Spiel auf jeden Fall gut aufgebaut. Denn es hat auf jeden Fall geschafft, mich hier wirklich komplett verzweifeln zu lassen. Aber hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil wenn man es dann auf einmal schafft, hier ein Level zu schaffen, dann fühlt man sich trotzdem irgendwie gut. Deswegen, wir können das ja gerne nochmal weiterspielen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, der Test, dass ich 200 IQ habe, den haben wir bisher noch nicht verstanden. Bestanden. Bisher, man merkt schon, ich werde einfach komplett wahnsinnig gerade. Den haben wir auf jeden Fall bisher noch nicht bestanden. Vielleicht müssen wir das noch weiterspielen, damit wir den bestehen können. Deswegen, falls ihr Lust drauf habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei und ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen entspannen. Bis dann, ciao!